konfigurierbares Modul, das exemplarisch steht für Wirbel, die konfigurierbar sind. Es gibt einen Konfigurator, bei dem ich Länge, Breite, Höhe, Materialstärke und Anzahl selber bestimmen kann. Er ist so angelegt, der Entwurf, dass die Teile fertig aus der CNC-Maschine fallen. Es gibt keine Nägel oder sowas oder Schrauben. Ich habe hier so Schnapper, die sind ins Material eingeschrieben. Die legen hier ein, werden die Teile zusammengesteckt und man kann sie in einem Regal oder mehr zusammenstellen oder auch als Hocker benutzen. Und die Idee ist halt, dass dadurch mehr Freiheit ist für den User als im gewöhnlichen Möbelkauf, weil er sich sein Material auch selber vorbeibringen könnte. Im CNC-Shop der Zukunft, das ist ja ähnlich wie ein Copyshop, und er einfach Daten geschickt kriegt und der Datenverkehr den Datenverkehr ersetzt. Und dann leite ich nur zu Philipp, und das ist ja verwandt. Das ist das Lokalregal, das ist ähnlich wie Lukas Regal, auch ein konfigurierbarer Entwurf. Das ist ein sehr dünnes Plattenmaterial, was eigentlich keine tragenden Eigenschaften hat, aber durch die Art und Weise, wie es zusammengesteckt ist, bekommt es eine sehr hohe Stabilität. Man kann es ebenfalls frei konfigurieren, das heißt in der Höhe, in der Breite, die Anzahl der Bögen können variieren oder der Fächer. Und der Entwurf ist so angelegt, dass wenn man das dann dort bestellt und sagt abschicken, dass dann die Fräsdaten automatisch über die Fräse dann produziert werden und das ist kein großer Aufwand mehr jetzt mit einem Nachjustieren, sondern das wächst einfach mit oder schrumpft wieder mit auf die gesamten Verbindungen. Also da ist keine Schraube und kein Kleber drin. Und ich leite mal gleich über zu dem anderen Projekt, der Lügen PET, das hat Markus Dilger zusammen gemacht. Wir haben uns damit beschäftigt, was kann man aus dem Rohstoff in PET-Flaschen machen. Und unsere Idee war es, aus den PET-Flaschen, die ohne die zu zerschreddern und wieder umzuschmelzen oder einzuschmelzen, direkt ein anderes Produkt zu generieren. Und zwar wollten wir Bausteine machen. Also erstmal, wenn man eine PET-Flasche einschmelzt, gelangt die irgendwann wieder in diesen Urzustand von fast einem Rohling zurück. Und man kann die dann noch wieder aufblasen. Das sieht man hier, das ist fast die Maximalgröße. Und wir haben uns dann gedacht, dann bauen wir einfach eine Form und machen erstmal viereckige Bausteine. Und wenn man das in die Hand nimmt, dann sieht man schon fast, dass sie schon fast viereckig geworden sind. Und der nächste Schritt wird eine Ausformung sein mit Locken und Einkerbungen, sondern dass man damit spielt wie mit Legosteinen. Nächster Punkt hier zu mir. Da habe ich Lini genannt. Lini. Die Idee ist, dass man die. Wenn man den Bierkorn geht, so kauft man den Kasten. Und entweder man setzt sich dann von oben drauf und packt, so macht den Grill. Oder man dreht ihn einfach um und schiebt sie hinten rein. Und dann kann man sich wirklich draufsetzen. Und wenn man drei von den Teilen hat, dann hat man auch noch einen Tisch. Nils ist leider nicht da. Das ist der Entwurf von Nils. QR-Code, die hat eine ganze Reihe von Experimenten gemacht mit QR-Code. Und ja, ich erkläre jetzt mal kurz, was QR-Code ist. QR-Code sind eigentlich ein bisschen abgelehnt in Japan oder in anderen Ländern, wird dann schon jede Werbung oder so ein bisschen links versehen. Und wenn man Internet-Fähigkeit einruft mit der Kamera, dann geht man einfach hin, da geht es hin, so sehen normalerweise aus, wenn die Postverlänge die Teile auch schon, geht hin, macht ein Bild davon und landet dann auf einer Internetseite. Unsere Idee war es, wie man oder eine neue Nutzungsmöglichkeit damit zu finden, wie man oder einen Zwischenkreislauf einzubauen. Altpapier wird normalerweise, man gibt einen Altpapiercontainer, es wird geschreddert und es kommt wieder neues Papier raus. Und da sind wir eingebrochen in den Kreis und haben uns eine Zwischennutzung überlegt. Und das ist eine Stanzform hier. Genau, und die Teile kann man beliebig miteinander kombinieren. Man kann daraus entweder ganz einfach geometrische Sternenmodelle
Und der ist so gut, der hält aber aus und das ist auch selbsttragend. Und man kann halt aus Kleinkartonstücken unendlich große Formen bauen. Die sind einfach zusammenstecken. Und man kann dann aus alten Umzugskisten und kann man wieder neue Kisten bauen, die in der Größe dann eine halbe Stunde machen. Und beschränken kann man selber. Oder man kann das auch mit Reifen kombinieren und dann auch mit Kisten machen. Mein Name ist Stephen Williams. Ich bin einer der Gründer von Fluid Forms. Fluid Forms ist eine Grazer Firma, der seit 3 Jahren Produkte anbietet, online, die von Endkonsumenten mitgestaltet werden können. Ein Beispiel dafür ist der Cassius Boxlampe, den man auf dem Video hier sehen kann. Wir können es auch später draußen anschauen. Ist draußen auf der Terrasse aufgebaut, fertig zum Ausprobieren. Ja. Der Sandsack ist gespickt mit Sensoren, die die Position und Schlagkraft von Schlägen aufnimmt und einen virtuellen Lampenschirm dementsprechend deformiert. So, der Sandsack wird dann ein Interface für den Bildhauer des 21. Jahrhunderts. Im Nachhinein werden die Daten aufgefasst und die werden in einen 3D-Drucker reingeschickt und der Lampenschirm wird wirklich so produziert, wie es erboxt worden ist. Das andere Produkt, das wir hier ausgestellt haben, ist der ID-Hacking Ring. ID-Hacking Ring wird aus dem Fingerabdruck von jemandem gemacht und ist eine Metapher für das, was beschrieben ist auf der ID-Hacking-Website. Die sind einfache Tipps, wie man aktiv Profildatenbanken verzehren kann. So, für Leute, die Wert legen auf Datenschutz, brauchen die sich nicht drum kümmern, dass die Daten nicht gespeichert sind. Die schauen, dass falsche Daten aktiv gespeichert werden. Draußen können wir das Ding wirklich anschauen. Presse machen habe ich auch in auf Englisch und Deutsch und CDs mit den Videos vor uns drauf. Also die beiden Projekte, die hier ausgestellt sind, die sind im Rahmen von einem Seminar an der Bundesakademie Stuttgart entstanden. Und zwar im Fachbereich Digitales Entwerfen. Und der Überbegriff von der Arbeit war Parametric Prototype. Also es ging praktisch darum, eine Sonnenschutzfassade zu entwerfen, mithilfe von einem 3D-Modeling-Programm, das heißt Rhino oder Rhinoceros. Und mithilfe von einem Skript, also einem Programm, welches jede Gruppe für sich selber entwickeln sollte. Und Parametric Prototype bedeutet im Prinzip, dass diese Sonnenschutzfassade praktisch, also dass bestimmte Parameter entwickelt werden sollten, wie diese Fassade auf die Umgebungsbedingungen reagieren kann. Und die Grundgeometrie, die von jeder Gruppe praktisch entwickelt wurde, wird dann mit Hilfe von diesem Script und diesen Parametern verändert. Eine weitere wichtige Bedingung war, mit klappförmigen Werkstoffen zu arbeiten. Also was man hier an dem einen Modell auch sieht, das ist jeweils Kunststoff. Das sind Kunststoffplatten, die dreidimensional, also praktisch doppelt gekrümmt sind. Das sind Pappen. Da hinten sieht man nochmal ein Radiomodell, wo praktisch diese ausgelaserten oder ausgeschnittenen Ladenfläche gekantet werden. Perfekt. Also es sind 2 Projekte ausgestellt. Ja, das eine von Howard sozusagen, das andere von uns beiden, die da bei verschiedenen Geometrien. Einmal das ist ein neues System, tatsächlich auch sich zunutze machen möchte, dass durch diese hohe neue vielen Platten die Daten auch noch relativ einfach durch den Abweg von Unterrichtskriegen möglich ist. Ja, und danke für Ihre Aufmerksamkeit.